أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. Die Frage heute: Ist es erlaubt, seine Frau während des Fastenmonats Ramadan zu küssen? Es heißt in einer Überlieferung, die Al-Bukhari und Muslim rahmatullah alayhima überliefert haben von Aisha radiyallahu anha wa ardaha und Salama radiyallahu anha wa ardaha, qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuqabbil ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so heißt es in dieser Überlieferung, hat geküsst und war intim, während er fastend war, und niemand hatte sich unter Kontrolle, wie er dieses tat, sallallahu alaihi wasallam. As-Sindi rahmatullah alaihi sagt in Sharh Ibn Majah, was das Wort "er war intim" bedeutet. Das Wort hier bedeutet yamassu basharat al-mar'ati bi basharati kawad'i al-khad 'ala al-khad wa nahu, dass man die Haut der Ehefrau mit seiner Haut berührt, wie zum Beispiel, dass die Wangen sich gegenseitig berühren. Das ist damit gemeint, dass er intim gewesen ist auf diese Art und Weise. Das arabische Wort dafür ist yubashir, die Berührung der Haut. Und ein weiterer Beweis: Umar ibn Abi Salama radiyallahu anhu wa arda, und diese Überlieferung ist verzeichnet bei Imam Muslim, er fragte, sa'ala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallama, er fragte den Gesandten sallallahu alayhi wa sallama, ayuqabbilu sa'im, küsst der fastende jemanden? فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه, so sagte der Gesandte صلى الله عليه وسلم, frag sie, und er zeigte auf Salama رضي الله عنها وارضاها, die Ehefrau des Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم, فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك, so informierte sie ihn darüber, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses getan hat. Insofern ist es erlaubt, seine Ehefrau zu küssen und auch zu umarmen, und man darf auch die Wangen aneinander reiben, dass die Haut sich gegenseitig berührt, nur wenn man in der Lage ist, sich zu kontrollieren. Andernfalls ist es nicht erlaubt für eine Person, der schnell seinen Höhepunkt erreicht, dass man dieses tut, weil er damit sein Fasten ungültig machen würde. Daher darf dieses nur jemand machen, der sich auch selbst unter Kontrolle hat, und dieses weiß jeder über sich selber. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.